Hallo an die Widder da draußen. Mein Name ist Julia Aurelia und in diesem Video schauen wir uns an, wie die Sonnenfinsternis im April dein Leben beeinflusst. Ich habe hier bereits das Seelenreisetarot für dich, was ich dir wie immer auch unter diesem Video verlinke. Und ich habe mir für diese Sondersendung etwas ganz Besonderes ausgedacht. Nämlich werden wir einmal reinschauen in die Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und einmal in den Tipp an dich. Und was wir dann im Anschluss machen werden, ist zu schauen, wie sich die Sonnenfinsternis, die Veränderungen, die jetzt quasi in deinem Leben sind, auswirken über die nächsten 6 bis 12 Monate. Als erstes starten wir aber mit dem Tarot. Ich habe für später noch das Lenormand parat und werde auch im Nachhinein nochmal mit dem Tarot Zusatzkarten ziehen für die Zukunft, also sprich für die nächsten 6 bis 12 Monate. Aber als erstes geben wir jetzt mal deine Energie durch das Mischen in die Karten. Und huppala, ja gucke mal, da kommst du auch direkt selbstbewusst raus. Die Karten, die jetzt beim Mischen rausfallen, werde ich als kleine Zusatzbrocken für dich nehmen, aber ich gehe jetzt gezielt rein in eine, in die Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, das heißt, weil ich jetzt noch nicht ganz drin war. Es macht total Sinn für dich tatsächlich, die Königin der Stäbe zu bekommen, weil das Thema ist Selbstbewusstsein. Und das Thema mit der Königin der Stäbe macht total Sinn, weil die Königin der Stäbe ist auch ein Feuerzeichen und du bist natürlich Feuerzeichen. Und wenn du Widder bist, dann schau dir unbedingt auch deinen Aszendenten an. Denn für all diejenigen, die jetzt den Aszendenten im Widder haben, findet nämlich diese Sonnenfinsternis im ersten Haus statt. Und das bedeutet deine Persönlichkeit, deine Identität, persönliche Weiterentwicklung, wie du dich präsentierst, dein Äußeres könnte sich jetzt verändern. Und ich habe das Gefühl, weil die Karte direkt rauskam, ganz, ganz viele Widder machen jetzt einen Sprung in der Persönlichkeitsentwicklung und werden ein bisschen selbstbewusster. Also du hast mehr Selbstvertrauen in dich und deine Entscheidung und eben auch in vielleicht auch mehr Vertrauen in das Leben. Aber ich sehe große Veränderungen, gerade jetzt auch hier. Und das geht schnell. Das geht schnell. Für manche von euch haben die Veränderungen schon stattgefunden. Wir sind bereits in den Energien der Sonnenfinsternis drin. Es geht immer einen Monat vorher los, dass man schon so die Ausläufer spüren kann und die Effekte werden langfristig sein. Da kriege ich das Stopp rein. Und dementsprechend würde ich sagen, schauen wir jetzt mal in deine Vergangenheit. Also, oh krass, hier das Ding-Dong. Leute, was sag ich denn hier? So, packen wir sie mal auf den Tisch hier, alle Karten. Wir haben hier in der Vergangenheit die 8 der Stäbe, die 7 der Münzen, die 8 der Stäbe, die 7 der Kelche und die 4 der Münzen. So, die packen wir einmal hier hin. Dann haben wir im Jetzt den König der Schwerter. Ach, da gucke, krass, da ist das Schicksalsrad. Und hier haben wir dann auch die 2 der Stäbe. Und dann schauen wir uns einmal an, wie sich das in der Zukunft entwickelt. Okay, da haben wir den Buben der Schwerter, das Ass der Kelche und wir haben, da können wir noch ein bisschen weitermachen hier, ne? Guck mal, so, ist ein bisschen besser. Und wir haben das, die 9 der, 9 der Schwerter und der Tipp für dich hier, haha, ich sag's ja, also für die Widder, es geht ganz stark um das Thema Selbstbewusstsein. Und was ich dir sagen kann, Selbstbewusstsein wird hier der Schlüssel zum Erfolg sein. Ich packe die Karten, wo packe ich sie einmal hin? Hier. Ja, lass uns mal starten hier. Also wir sehen, in der Vergangenheit ist bei dir bereits einiges in Gang gekommen. Wir haben die 8 der, Ding Dong. Es ist manchmal echt schwierig, ne? Schwerter, Stäbe, Stäbe hier. Das heißt, schnelle Veränderungen, Dinge, die dann plötzlich in Bewegung gekommen sind, die aber zu einem gewissen Grad auch dich ein bisschen haben, ja, verwirrt dastehen lassen. Ich habe das Gefühl, du hast bereits in der Vergangenheit, und da habe ich das Gefühl, haben wir die kürzliche Vergangenheit, dass vielleicht Gespräche und Verhandlungen geführt wurden, dass Dinge recht schnell gegangen sind. Ich habe auch das Gefühl, dass ein gewisser Einfluss hier von außen auf dich zukam. Irgendwas, was plötzlich eine Situation dein Leben ins Rollen gebracht hat, was aber gleichzeitig dazu geführt hat, dass du erstmal so ein bisschen unsicher bist. Vielleicht unsicher in der Frage, hey, was macht mich denn wirklich glücklich? Beziehen wir das mal wieder auf das erste Haus für all diejenigen, die den wieder eben im Aszendenten haben. Und das, ich sag's bei diesen Videos jetzt ganz speziell. Ich sage zwar immer, schau dir deinen Sonnenzeichen, Mond, Aszendenten oder auch die Venus an, aber für diese Legungen kann ich dir empfehlen, dein Sonnenzeichen als auch deinen Aszendenten zu schauen, denn die werden eine große Einheit bilden. Gerade wenn ich die Energien aus der Astrologie mit reinbringe, sprich für dich das erste Haus, dann bezieht sich das immer darauf, auf deinen Aszendenten.
Also, und was ich hier wahrnehme, ist, dass du dir auch in der kürzlichen Vergangenheit noch mal Fragen gestellt hast zu dem Thema, hey, was macht mich denn eigentlich glücklich? Was ist eigentlich das, was ich möchte? Widder ist sowieso Anfangsenergie, ist Ich-Energie und ist auch die Energie von etwas Initiieren. Nun hatte ich gerade schon gesagt, die Energie, die ich bekomme, ist, dass es einen Impuls gab, der quasi dazu geführt hat, der von außen auf dich zukam, der dazu geführt hat, dass du irgendwie in die Bewegung gekommen bist. Umzug, Reise, Aktion, Bewegung. Das hat bereits in der Vergangenheit stattgefunden. Aber was wir hier auch ebenfalls sehen mit den vier der Münzen, es kann sich auf dein Zuhause auch auf gewisse Art und Weise beziehen oder die Familie. Ne, die vier der Münzen gibt eine gewisse Stabilität, das ist dein Fundament. Aber wenn wir uns das Ganze mal im Ganzen anschauen, dann habe ich das Gefühl, war eine Zeit lang durch diese Veränderung, durch diesen Impuls hier in der Vergangenheit unklar. Es gab Unklarheiten darüber, was dich glücklich macht und was jetzt der Weg für dich ist. Es gab vielleicht Unklarheiten auch in einer Partnerschaft oder Beziehung, weil wir die Kelche hier haben. Aber es geht in der Essenz um das Fundament. Was ist die Basis, das Fundament? Was sind die Eckpfeiler deines Lebens? Und da sehe ich sehr, sehr große Veränderungen, die sich aber bereits in der Vergangenheit gezeigt haben. Was ich mega spannend finde, ist, eigentlich muss man sagen, jetzt auch nicht verwunderlich bei der Legung, die wir uns gerade hier anschauen, ist der König der Schwerter, das Schicksalsrad und die Zwei der Stäbe. Gerade die Zwei der Stäbe und das Schicksalsrad, obwohl das Schicksalsrad die bedeutendere Energie ist, weil das bedeutet, du hast gerade wirklich eine signifikante Lebensveränderung, die jetzt durch diese Sonnenfinsternis, sage ich mal, initiiert wird. Das sehen wir alleine dadurch. Wir haben aber hier schon Veränderungen in der Vergangenheit. Wir haben das hier. Und die Zwei der Stäbe ist für mich tatsächlich ähnlich wie das Schicksalsrad, weil es um eine signifikante Entscheidung geht. Eine signifikante Entscheidung, in welche Richtung es jetzt für dich weitergeht. Und da dreht sich das jetzt gefühlt energetisch um. Hier habe ich das Gefühl, in der Vergangenheit gab es einen Impuls von außen. Da hat das Universum gesagt, die Engel, deine geistige Führung gesagt, okay, Widder, hier, Impuls, damit musst du jetzt, das ist die Information, die du jetzt hast. Das ist das, was wir jetzt von außen raufbringen und jetzt geht es für dich darum zu schauen, in welche Richtung das für dich weitergeht. Das führt dazu, dass du jetzt im Moment gefühlt bereits selbstbewusster und selbstbestimmter bist und sagst, okay, ja, da ist diese große Veränderung in meinem Leben, aber jetzt treffe ich eine Entscheidung, auch hier ist eine Entscheidung treffen, jetzt treffe ich eine Entscheidung, in welche Richtung ich mich weiter bewegen möchte. Und es kann sein, dass du vielleicht noch ein bisschen auch in der Analyse bist, was ich ganz spannend finde, weil wir hier Neuanfangsenergie haben, da kommen wir aber gleich drauf. Aktuell, im Hier und Jetzt, bist du gefühlt noch am Analysieren der Situation und versuchen, eine auch rationale Entscheidung zu treffen. Und das ist spannend, dass hier die Klarheit kommt, aber gefühlt aufgrund dessen, dass du sehr viel nachdenkst, okay, in welche Richtung geht es jetzt weiter? Das ist die Veränderung. Die ist quasi schon sehr, sehr präsent. Und aufgrund dieses Aspektes, dass du mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstbewusstsein hast, habe ich das Gefühl, findest du, denn der Nebel der Verwirrung, der lichtet sich. Die Klarheit kommt jetzt mehr rein. Und dann, diese Entscheidung fühlt sich für mich an, als ob das keine Entscheidung ist, die von außen getroffen wird, sondern eine Entscheidung, die du selber triffst. Und somit haben wir gefühlt eine Kettenreaktion. Ein Impuls aus der Vergangenheit, der dich erstmal in die Verwirrung gestoßen hat. Oh, wie geht es jetzt weiter? Was ist meine Basis? Woran halte ich fest? Was lasse ich los? Wie bewege ich mich weiter? Führt im Hier und Jetzt zu mehr Selbstvertrauen, mehr Klarheit, weil du eine Situation sehr rational analysierst, die Veränderungen in deinem Leben, die jetzt hier sich schon gezeigt haben, analysierst und dann jetzt eine selbstbestimmte Entscheidung triffst, wie es für dich weitergehen soll. Wir sehen dann hier den Buben der Schwerter, das Ass der Kelche und dann sehen wir auch hier noch die Neun der Schwerter. Was man einmal sagen muss, ist, dass wir zweimal Neuanfangsenergie hier haben. Also eine neue Chance, ein neues Potenzial, was sich in der Zukunft hier zeigen wird, auf Glück, auf Harmonie, auf Erfüllung, auf Liebe. Wir sehen, dass das dieser Neuanfang allerdings gepaart ist mit so ein bisschen Sorgen, Kopfzerbrechen und Zweifel. Das kann im Prinzip, die Sache ist die Neun der Schwerter ist ein Überdenken der Situation. Kennst du das auch, wenn du nachts plötzlich wach liegst und bing, denkst du an irgendwas und dann kannst du nicht aufhören, darüber nachzudenken und dann denkst du, oh, hätte ich was anderes sagen können, hätte ich was besser sagen können, oh, die Situation geht mir gerade nicht aus dem Kopf.
Und du denkst und du denkst und du denkst. Und das ist die Karte, wo du deinen Denker nicht abschalten kannst. Wo du aufgrund dessen, dass du zu viel nachdenkst, plötzlich dir Sorgen machst, Ängste, Zweifel. Oh, bin ich gut genug? Klappt das alles? Also wir haben, was diesen Neuanfang angeht, in der nahen Zukunft hier, ein bisschen Sorgen und Ängste, ob das alles gefühlt so klappt. Habe ich genug Informationen? Der Bube der Schwerter, es geht um Informationen, die hier auch nochmal in der nahen Zukunft auf dich zukommen. Und das könnte zum einen bedeuten, dass mit dem Buben der Schwerter du selber recherchierst und versuchst, so viel Informationen und Wissen wie möglich jetzt zu bekommen für diesen Neuanfang, damit du bestmöglich vorbereitet bist. Oder der Bube der Schwerter kann bedeuten, dass vielleicht eine Information von außen auf dich zukommt. Eine Nachricht oder du kommunizierst mit jemandem und da kommt was ans Licht, was auf gewisse Art und Weise für Klarheit sorgt. Also in der nahen Zukunft, neue Informationen kommen rein, die Teil sind, die dir helfen für einen Neuanfang. Dieser Neuanfang macht dich sehr glücklich. Du zweifelst aber auch gefühlt und hast so ein bisschen Kopfzerbrechen, schlaflose Nächte, was auch immer deine persönlichen Sorgen sind, was diesen Neuanfang angeht. Deswegen ziehen wir das Ganze mal wieder hier rüber. Selbstbewusstsein ist der Schlüssel zum Erfolg. Jetzt geht es darum, okay, was mir gerade gesagt wurde, ist, dass es jetzt für dich darum geht, die Hindernisse, die dir in deinem Leben in den Weg gestellt worden sind, vielleicht auch durch die initiale Zündung, sage ich mal, die wir hier hatten, dieser Impuls, der dir da gegeben wurde. Das ist im Prinzip das Trainingslager deiner Seele und es geht für dich ganz stark jetzt darum zu wachsen und diese Hindernisse zu nehmen und da quasi dran zu wachsen, wie du quasi den Widerstand erhöhst beim Training. Wenn du Sport machst, dann brauchst du Widerstand und dann wirst du stärker und du wirst kraftvoller. Und all das, was hier quasi passiert ist, ist im Prinzip für dich passiert. Ich nehme wahr, dass diese Veränderungen, die sich jetzt ergeben, die dazu führen, um mal wieder in die Astrologie zu kommen, insbesondere wenn du Widder im Aszendenten hast, zu persönlichem Wachstum führen. Das heißt, persönliches Wachstum spielt hier, wie gesagt, für dich ganz, ganz stark eine Rolle. Wie präsentierst du dich? Wie zeigst du dich in der Welt? Was bringst du nach außen? Was initiierst du selber? Und wie gesagt, da wieder ganz spannend, weil die Initialzündung war was von außen und die jetzt initiierst du selber. Und du darfst hier wirklich selbstbewusst an die Sache rangehen und bleibe positiv, bleibe optimistisch, auch wenn diese Zweifel kommen, die hier wahrscheinlich nochmal in der nahen Zukunft kommen. Aber ja, Selbstbewusstsein hier als Schlüssel zum Erfolg. Was haben wir hier noch? Gucke mal, am unteren Kartenrand die Gerechtigkeit, also das auch hier da. Das ist das Ding, ne? Das Thema Karma und Entscheidungen treffen. Also eine Zusatzbotschaft, die ich hier für dich habe mit dieser Karte, ist, dass es jede Entscheidung, die du triffst, hat Konsequenzen. Und oftmals können wir Konsequenzen einschätzen. Das ist das Analysieren. Was passiert, wenn ich diese Entscheidung treffe? Pro, Contra. Es gibt aber auch immer unvorhergesehene Konsequenzen, Dinge, die wir nicht beeinflussen können, Dinge, die einfach noch dazukommen. Und ich habe das Gefühl, dass du gerade auch in einer Lernaufgabe bist, weil sich jetzt die Gerechtigkeit hier zeigt, wo es darum geht, dass du mehr verstehst, aber es fühlt sich an, wie auch bereits ein bisschen mehr integriert, dass du auch schon zu einem Teil verstanden hast, dass deine Entscheidungen, die du in deinem Leben triffst, deine Realität formen. Und deswegen ist es so wichtig, eine Unterscheidungsfähigkeit zu haben. Wozu sage ich ja, wozu sage ich nein? Was sind die Erfahrungen, auf die ich mich jetzt einlasse? Was sind die Entscheidungen, die Richtungen, in die ich mich jetzt bewege? Was ist meine Absicht, meine Intention? Und wie entwickelt sich das quasi dann weiter langfristig gesehen? Die Gerechtigkeit hat immer auch einen karmischen Aspekt, weil die Entscheidungen, die du heute triffst, dein Morgen formen werden. Und das möchte ich mir, wie vorab angekündigt, jetzt nochmal genauer anschauen. Das bedeutet, wir werden jetzt einmal mit dem Lennermoor und auch noch mit dem Seelenreisetarot in die Tiefe gehen. Wo stehst du in 6 Monaten, wo in 12 Monaten? Also wie entwickeln sich jetzt mit diesen Veränderungen, mit den Entscheidungen, die du triffst? Wir sehen, da ist der Neuanfang, der kommt. Aber wie entwickelt sich das Ganze? Wo stehst du bezogen auf diese Situation in 6 bis 12 Monaten?
Und wenn du mit dieser Legung bereits resonierst, dann darf ich dich jetzt einladen, mir zu folgen in die Erweiterungen. Die Links findest du unter diesem Video. Der erste wie immer zu Vimeo, da kannst du dir das Einzelvideo anschauen. Falls du jemand bist, der viele Erweiterungen schaut, kann ich dir auch Patreon empfehlen, denn das ist der zweite Link unter diesem Video. Und da hast du die Möglichkeit mit der Mitgliedschaft, dass dir immer alle Erweiterungen freigeschaltet werden. In diesem Sinne starte ich jetzt mit deiner Erweiterung. Ich freue mich, dich gleich wiederzusehen. Also bis gleich. Muah. Thank you.